Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem heute recht kurzen, aber ich hoffe doch produktiven Tutorial über das Ansteuern der Anzeigen mit Servo-Methode. Ja, hier habe ich jetzt so eine Anzeige, wie man den Servo einbaut und die Anzeige auseinandernimmt. Habe ich euch ja im letzten Video von Fahrerarbeitsplatz TV gezeigt. Das könnt ihr hier mit folgendem Link erreichen. Und ja, wenn ihr das Ganze zusammengebaut habt, dann sieht das eben hier so aus. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man das ans Arduino anschließt. Lasst euch von diesen ganzen Drähten hier nicht verunsichern. Das sind alles Drähte, die jetzt aktuell für andere Schalter- und Beleuchtungselemente vorgesehen sind. Wir kümmern uns heute wirklich nur um den Servo. Und dazu muss ich euch hier mal kurz was erklären. Und zwar habt ihr hier euer Arduino Mega 2560. Das steht hier einmal drauf und ich habe jetzt kein Arduino Mega, sondern ein Sane Smart Mega. Das ist exakt baugleich mit dem Arduino, nur hat den einzigen Unterschied, dass es preislich deutlich drunter liegt. Ansonsten ist es absolut baugleich und ich würde auch immer hier zu Sane Smart raten. Ja, und dann habt ihr hier eine Leiste mit PWM-Anschlüssen und die ist für uns bei der Anzeigenansteuerung bzw. für die Servos interessant. Und zwar geht das ganz einfach. Ihr habt hier an eurer Anzeige bzw. an eurem Servo auf der Rückseite drei Drähte, die da rausgehen. Das ist ein roter, ein oranger und ein brauner. Der braune Draht ist für den Ground, nämlich hier Ground Pin. Da ist bei mir so ein goldfarbener Strich dran, den habe ich mir dran gemacht, dass man das nicht verwechselt. Das ist eben der Ground, also da kommt der braune Draht rein. Der rote Draht kommt hier drüben gegenüber in die 5-Volt-Buchse. Auch da gibt es einen Port, einen Pin für 5 Volt. Hier seht ihr es stehen. Da kommt der rote Draht rein. Und der orange bzw. gelbe Draht, der kommt dann in eure Schaltfunktion. Wie ihr die findet, das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr da auf eure Arduino-Software. Die solltet ihr euch natürlich runterladen. Aber wie das geht und wo es die gibt, habe ich auch schon öfter mal gezeigt. So, und dann geht ihr hier in das Skript von Lights and Servos. Das müsst ihr natürlich auswählen, denn ihr wollt ja nicht nur Kontrolllampen, sondern auch Servos betreiben. Euch draufladen. Das Skript habe ich bereits in dem Leuchtmelder-Tutorial verlinkt. Also das könnt ihr euch dort runterladen. Und dann geht ihr hier einfach mal runter, so weit, bis dann irgendwann mal steht hier Servo, Port, so und so, Geschwindigkeit zum Beispiel. Ich möchte jetzt ganz speziell den Öldruck hier anschließen. Das ist meine Öldruckanzeige, also schaue ich, wo steht denn hier Öldruck. Und hier sehe ich, hier steht Öldruck und dann sieht man hier Servo Port 10. Das heißt, ich brauche den Port 10 für den Öldruck, dann kann ich das hier wieder schließen. Wichtig ist natürlich, dass ihr das Arduino dann auch am PC anschließt und hier mit dem Überprüfen-Häkchen das Ganze überprüft auf Richtigkeit und dann mit dem Hochladen-Häkchen auch auf euer Arduino hochladet. Nachdem ihr die Arduino-Software dann nach dem erfolgreichen Hochladen wieder geschlossen habt, könnt ihr hier euren Servo, wie gesagt, anschließen. Das ist jetzt bei mir schon passiert. Hier stecken die drei Drähte drin. Und jetzt können wir die Anzeige mal umdrehen. Und das sehen wir. Also ihr solltet natürlich dann am Anfang, bei mir ist jetzt schon eingestellt, am Anfang wird sich die Nadel irgendwo hin bewegen. Das können wir aber ganz einfach lösen, indem wir jetzt einfach mal COMSI öffnen. Das mache ich gerade mal. Wir öffnen einmal COMSI und den KTT, also das Testtool. So, dann sieht das Ganze so aus und dann verbinden wir einmal COMSI mit dem Reiter Indicator Lights and Gauges, weil wir wollen ja auch Servos ansteuern. Mit unserem Arduino-Port, also dem Ausgang, auf dem das Arduino liegt. In meinem Fall ist hier COM3. Einfach mal verbinden, auf Connect gehen und dann den KTT zu Rate ziehen. Ja, und hier seht ihr dann unter dem Reiter bei Gauges, unter dem Reiter 10, also für Servo 10, die Anzeigewerte für unseren Servo 10, also für den Öldruck. Das geht jetzt folgendermaßen. Ihr habt jetzt eben hier die Werte. Ihr könnt auch hier auf Connect gehen. Und als ich das gerade gemacht habe, hat sich die Nadel schon bewegt und zeigt jetzt hier schon einen Wert an. Dann könnt ihr hier mit diesen Werten euer Minimum an Anzeigewert, euer Maximum
einstellen, also minimaler Ausschlag, maximaler Ausschlag. Und den aktuellen Ausschlag, den müsst ihr aber eigentlich nicht verändern. Den könnt ihr genauso lassen, wie er ist. Der ist nur für Testzwecke da, um einfach mal die Nadel an einen bestimmten Punkt zu setzen. Wenn ich jetzt hier statt 15 irgendeinen anderen Wert eingebe, man sieht ja, mein Stellwert liegt von 15 bis 102. Das heißt, ich gebe jetzt zum Beispiel statt 15 mal 40 ein. Und ihr beobachtet mal, was hier mit der Nadel passiert. Tja, verändert sich. Und wenn ich jetzt einfach mal testen will, ob sich die Nadel mit diesen Werten hier einigermaßen der Skala angleicht, also ob das dann vom Anzeigewert her stimmt. Ich habe jetzt eben hier 15 und 102 eingegeben, das ist aber höchst unterschiedlich. Wobei es bei den SG90 Servos relativ gut hinkommen sollte, gehe ich einfach hier auf Connect und dann hier unten bei Intervall, das ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Nadel hin und her bewegt. Ich gebe jetzt statt 100 hier einfach mal, damit ihr es besser sehen könnt, sagen wir mal 200 ein und bestätige dann hier mit Safe Settings und gehe nochmal auf Connect und dann auf Start Stop und dann seht ihr, hier läuft bei der 10 einfach mein aktueller Wert, mein aktueller Wert einfach mal durch. Von Minimum zu Maximum und wieder zurück. Ewig lang als Endlosschleife. Und wenn ich jetzt mal auf meine Anzeige schaue, dann sehe ich, dass sich die Nadel endlos hoch und runter bewegt. Das KTT-Tool ist ja nur dafür da, dass ich hier einfach mal die Stellwerte ermitteln kann. Also damit ich ermitteln kann, wie weit muss sich denn der Servo bewegen mit der Nadel, dass es den minimalen und den maximalen Ausschlag ergibt. Ja, das wäre jetzt bei mir eben hier gerade der maximale gewesen und unten dann der minimale Ausschlagewert. Und da kann ich einfach mal ein bisschen rumprobieren, wie das am besten passt. Wenn ihr dann OMSI geöffnet habt, dann geht ihr einfach mal auf dieses andere COMSI-Fenster, dieses kleine schmale, was sich dann mit OMSI mitöffnet, nämlich das hier, geht ihr drauf und dann setzt ihr den Haken bei Switch Experimental Mode. Und dann kommt ihr hier in dieses Menü und geht auf diesen Reiter Gorgeous, also Anzeigen, und habt dann auch hier euren Öldruck. Und dazu muss man jetzt sagen, dass die Werte, die ihr gerade im KTT ermittelt habt, nicht unbedingt die Werte sind, die ihr auch hier im Spiel braucht. Ich sage deswegen unbedingt, es kann nämlich sein, dass sie doch übereinstimmen, kann aber natürlich auch sein, dass ihr die nochmal hier ermitteln müsst. Jedenfalls ist das KTT nur als Testtool zu sehen, um zu prüfen, ob der Servo funktioniert, ein bisschen die Stellwerte zu ermitteln, damit man ungefähr weiß, wie man ihn einbauen muss und so weiter. Jetzt geht es hier nochmal ans Feintuning, denn jetzt müsst ihr hier nochmal überprüfen, ob die Stellwerte so wirklich passen. Ich habe jetzt hier nochmal die Stellwerte 66, gut, aktuell ist gerade 66, weil hier der SD einen Öldruck hat, der anscheinend gerade auf dem Stellwert 66 ist. Minimal habe ich 94 eingestellt, maximal 21 und maximaler Anzeigewert 4. Das ist aber absolut gar nicht von Bewandtnis für euch, denn die Anzeigen sind bei jedem höchst unterschiedlich und natürlich auch die Servos. Und man muss auch dazu sagen, von Bus zu Bus sind die Anzeigen nochmal ein bisschen unterschiedlich, denn die Skalen reichen natürlich auch nicht bei allen Bussen exakt gleich weit. Das hat ein bisschen mit der Grafik, mit der Texturierung zu tun. Also das ist auch immer ein bisschen abweichend. Ich mache es aber so, dass ich mich bei meiner kompletten Konfiguration auf den MAN SD erstmal beschränke, denn das ist der Bus, mit dem ich wohl am meisten fahren werde. Und dementsprechend werde ich die Werte exakt so einrichten, dass sie beim MAN SD passen. Und das ist jetzt eben hier bei 94, 21 und 4 der Fall. Also bestätige ich hier unten mit Save. Nimm das hier mit OK zur Kenntnis und setze den Haken hier raus, nehme den raus und gehe dann auf Connect. So, dann kann ich wieder ins Spiel gehen und jetzt platziere ich einfach mal, ich mache erstmal den Motor nochmal aus. So, und jetzt platziere ich hier mal die Kamera bei unserer Anzeige und so, dass ihr beide möglichst seht, gut seht. So, ein bisschen kleiner eventuell noch. So, ich denke aber, so sollte es doch möglichst passen. Und jetzt probieren wir das Ganze einfach mal aus. Man sieht schon hier,
ist die Nadel auf dem niedrigsten Stellwert, also ist knapp hier am linken Rand des VDO-Logos. Und auch hier sieht man, bei uns ist die Nadel knapp am linken Rand des VDO-Logos. Das habe ich eben so eingestellt. Und wenn ich jetzt den Motor starte, steigt die Nadel exakt gleich mit dem Spiel an. Hier im Spiel ist sie knapp über dieser Markierung. Auch hier bei uns ist sie knapp über dieser Markierung. Und wenn ich jetzt Gas gebe, mache ich einfach mal. Ich habe mir extra den Öldruck ausgesucht, weil der eben sich am meisten bewegt. Wenn ich jetzt hier ein bisschen Gas gebe, dann steigt mir die Nadel im Spiel auch auf exakt den gleichen Stellwert als wie hier an. Also exakt der gleiche maximale Stellwert habe ich eben auch einfach durch Probieren herausgefunden. Wenn ich dann hier wieder ablasse, dann begibt sie sich genauso wie die Spielnadel einfach wieder in eine andere Stellung. Und das kann ich hier ewig weit treiben. Das geht echt 1:1 wunderbar. Wie ihr ja bereits wisst, bin ich absoluter Befürworter der Servomethode. Aus einfachen Gründen, die ich jetzt mittlerweile auch schon oft genannt habe. Ja, nochmal einige davon. Es ist halt einfach die hohe Zuverlässigkeit, den geringen Aufwand, den es dazu braucht, so ein Servo in eine Anzeige reinzubekommen und sie dann auch damit zu betreiben. Der ganz genaue Stellbereich, den man damit hat, also man kann wirklich auf den Millimeter genau einstellen, welchen Wert man haben möchte. Und es gibt da kein großartiges Ausschlagen, wie zum Beispiel bei der Tone-Methode. Außerdem eben die Fähigkeit, dass man die Anzeigen öffnet und somit dann eben auch die Anzeige sauber machen kann und reinigen kann. Ja, und diese ganzen Gründe sind eben einfach für mich Beweggründe dafür, die Anzeigen mit der Tone-Methode, nicht mit der Tone-Methode, sondern mit der Servo-Methode zu betreiben. Und es funktioniert, wie gesagt, wunderbar. Ist wirklich sehr einfach, wenn man mal verstanden hat, wie es geht. Sofern euch das Video gefallen hat, zeigt das doch einfach gerne mit einem Daumen hoch oder einem netten Kommentar. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr das Ganze nachmacht und weiterempfehlt. Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.